Mein Name ist Dennis Engelhardt, ich bin Sprecher der Jugend AG und Vorstandsmitglied der Dokumentationsstelle Prüferfabrik Liebenau. Wir als Jugendgruppe möchten einfach, dass die Nazi-Vergangenheit nicht verharmlost wird. Wir wollen, dass das nicht vergessen wird. Alles hat damit angefangen, als ehemalige Zwangsarbeiterin nach Liebenau gekommen ist. Die Jugendlichen haben sich besonders dafür interessiert und haben dann entschlossen, dafür eine junge Arbeitsgemeinschaft zu gründen. Wir haben regelmäßige Treffen mit ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern aus den Niederlanden, Polen und der Ukraine. Wir treffen uns mit deren Familien und mit Jugendgruppen aus diesen Ländern. Wir haben gute Freundschaften zu ukrainischen Jugendgruppen mittlerweile schon aufgebaut. Wir erstellen gemeinsam Broschüren, Ausstellungen. Einer unserer größten Erfolge und mein persönlicher Erfolg ist, dass wir zu ehemalig verfeindeten Ländern sehr enge Freundschaften knüpfen konnten. Wir haben mit Hilfe von Martin Guse und diversen Geldgebern haben wir es geschafft, eine zweisprachige Ausstellung über einen Zwangsarbeiter namens Ivan Duda zu erstellen. Und dass wir in letzter Zeit immer genügend Geld hatten, um die teuren Busreisen in die Ukraine finanzieren zu können. Harte Rückschläge hatten wir in dem Sinne noch nicht, Gott sei Dank. Es läuft alles eigentlich viel besser als erwartet. Rückschläge wären, wenn wir die Reisen zukünftig nicht mehr finanzieren könnten oder wenn der Bau der Bildungs- und Gedenkstätte in Liebenau nicht funktionieren könnte. Rückschläge sind natürlich persönlich für uns, wenn wir immer hören, dass ehemalige Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, die auch gleichzeitig unsere Freunde sind, verstorben sind. Wir arbeiten an einer Vorbereitung von der Bildungsgedenkstätte mit. Wir möchten weiterhin Jugendaustausche in andere Länder machen. Mittlerweile haben wir unsere Jugendaustausche auch nach Weißrussland ausgedehnt. Wir bereiten einen Film für den ehemaligen Zwangsarbeiter Karl Pajuk vor. Wir planen weitere Broschüren und Ausstellungen. Unsere Recherchen, Ausstellungen und der Bau der Gedenkstätte ist alles nicht sehr billig. Wir hoffen einfach, dass wir weiterhin genug Unterstützung dafür bekommen und dass wir auch unsere Jugendaustausche weiterhin führen können. Außerdem möchten wir natürlich auch, dass der Plan der Gedenkstätte in Liebenau einfach funktioniert. Danke.